I'm here with Benjamin and Tesla. This is the key, yes. We're in Graz. Und wir werden das Tesla 75D 70D 70D fahren, Testdrive machen. Genau. Ja. So, Benjamin, erklär uns. Ja. Wir werden das in Frank genau, verstauen. Verstauen, ja. Ja. Und den Frank öffnen wir mit dem Keyfob, mit der Fernbedienung. Ja. So. Kannst du das bitte halten? Ja. Soll ich verschließen? Und runterdrücken mit der Hand. Genau. Passt. Okay. Super. Und jetzt? Oh, ist das schon? Jetzt haben wir ihn wieder zurückgesperrt. Ja, jetzt draufdrücken. Genau. So. So. You have a camera for me? Mm-hmm. Leave it running. If it's not too much trouble for you. We don't need a key. The key is keyless go, keyless drive. Yes. So we can put it inside the. Mm-hmm. Okay. And what do we have here? Let's adjust a little bit. Yes, you can adjust the seating position, electrisch. By hand? By hand. Yes, exactly. This one is not electric. No. Okay. So, and was machen wir jetzt? Ja, also die Spiegel links und rechts passen, oder? Wie? Sie können sie an der Tür ja. zuerst oben genau. aussuchen, genau, und dann ja. einstellen. Korrekt. Das ist okay. Das ist auch hier okay. Alles klar. Jetzt passt. Diese Position können wir jetzt speichern und zwar. Können wir vielleicht den Trip ausdrücken? Vielleicht mit einem Tracker oder was? Gibt es das sowas? Das geht nicht, nein. Das geht nicht, ja. Okay. So, wo fahren wir nach? Wir fahren hier. Wir gehen sehr an ja. Tesla Motors. Genau. Und dann hier auf die Autobahn. Mhm. Richtung Gleisdorf. Ja. Das ist die Autobahnstrecke. Ja. Ziemlich, wie viele Kilometer werden wir heute fahren? 50 Kilometer. 50. Ich schalte das WLAN aus, weil ja. mit LTE ja. ist er einfach schneller ja. als unser Internet. So, Sie sehen es. Ja. So. Genau. So, wir fahren bis Gleisdorf. Und wieder zurück, ja? Und wieder zurück, ja. Von denselben Straße? Nein, auf Landstraße. Also hier und dann hier. Genau. Und hier wieder zurück. Super. Ja. Lassen jetzt hier rein und dann wieder hier zurück. Genau. Sehr schön. So. Was soll ich jetzt tun? Ja, auf die Bremse treten. Jetzt haben Sie das Fahrzeug angemacht. Mhm. Ja, jetzt ist es an. Und zwar können Sie jetzt mit der Gangschaltung der rechte Hebel hier, können Sie auswählen, ja. Sie müssen auf der Bremse stehen, um den Gang auszuwählen, ja. Ganz nach unten wäre D, vorwärts. Ganz nach oben wäre Retour. Aber jetzt geht es vorwärts, ja? Vorwärts, genau. Ja, wenn Sie jetzt loslassen, haben Sie Autohold aktiviert und wenn Sie Gas geben, fährt er los. Ah, ja. Ah, okay. Genau. Alles mit dem rechten Fuß. Yes. Genau, ja. Wie eine Automatik, ja. Ja. Genau. Nach rechts, ja. Ja, genau. Okay. Oh, das ist spannend. Oh, das ist viel Spaß. Ja. Und sehr ruhig, ja? Genau.
Einfach vorwärts. Geradeaus, ja? Ja, genau. Und jetzt nach rechts? Genau. Auf die zweite Spur. Ja. Das ist ja geil. Ja. Ja, oder da? Links, ja. Rückwärts, ne? Genau, Rückfahrkamera. Ja. Hochauflösend, ja. Ein bisschen Musik gibt es nicht? Gibt es wohl. Sie haben die Möglichkeit, gewöhnliches Radio zu hören. Mhm. Ja. FM, AM oder Spotify-Zugriff haben Sie, Premium-Paket. Mhm. Europaweit und TuneIn-Radio, also weltweite Radiosender mit besserem Empfang. Ja. Mhm. So. Was möchten Sie denn hören? Also, ein bisschen Rock. Ja? Vielleicht. Rock, okay. Suchen wir mal. Rock, genau. Da ist es. So, Klassik oder Chill Out Rock. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Hard-Rock. Jetzt braucht man Hard Rock, ja? Okay, ich suche mal. Whatever, do it. Okay, just something to listen about. So. Yeah. Hier links. Super. Das freut uns. Bis Tesla nach Griechenland kommt, ja, dann werde ich vielleicht fertig sein. Super. Jetzt können Sie vielleicht den Autopiloten einschalten, ja? Ja, wie geht das? Tempomathebel, ja, unter dem Blinker, genau. Zweimal zu sich ziehen. Ja. Jetzt ist der Autopilot an. Jetzt soll ich das lassen? Ja. Unglaublich. Ja.
Also Sie können auch jederzeit eingreifen, wenn Sie meinen, ja. Da ist was falsch und das wird mir zu brenzlig, aber... Wenn ich bremse, geht der Autopilot aus. Oder wenn ich... Wenn Sie eingreifen. Okay. Das geht allein. Genau. Das bremst, ja? Ja, richtig. Der hat ein Radar vorne und der misst die Distanz. Sie können die Distanz zum Vorderfahrzeug auch selber einstellen mit dem Tempomathebel. Ja. Einfach drehen nach vorne oder zurück. Ja. Diesen? Ja, genau. Nach vorne, ja? Ja. Oder nach hinten, ja? Ja. Zu sich, ja? Ich versuche. Genau, da sehen Sie zwei Fahrzeuglängen. Aha, ja. Sie können von einer bis zu sieben Fahrzeuglängen auswählen. Aha, das ist eine. Genau. Jetzt fährt er näher ran. Und die Geschwindigkeit? Was machen wir mit der Geschwindigkeit? Aha, einfach vielleicht nach oben oder nach unten drücken, ja? Nach oben oder nach unten? Den Tempomathebel, ja? Genau. Ah, hier, Also er bittet Sie jetzt, die Hände einmal draufzulegen, ja, damit er sieht, dass Sie noch dabei sind. Ja. Ja, und jetzt können Sie wieder loslassen. Mhm. Ja. Sie können den Spurwechsel auch machen, ja. Mhm. Einfach den Blinker geben, richtig, also nicht nur dreimal blinken. Ja. Und das Lenkrad mit einer Hand festhalten. Ja. Dann tut er die Spur wechseln von selbst, ja. Ja. Wenn die Lücke frei ist, also wenn die Spur frei ist. Es geht allein. Ja. Ich glaube das nicht. Also Sie machen nichts, ne? Sie bremsen nicht, Sie beschleunigen nicht. So kann auch die Kinder nach Schule gehen, ja? Und wieder zurückkommen. Ja. Das Fahrzeug fährt die Kinder in die Schule, ne? Parkt allein, ist ganz sicher. Ja. Jetzt können wir zum Beispiel probieren, hier reinzufahren, also einfach Blinker setzen, ja? Ja. Ja, und jetzt macht er selbst, ne? Sie können loslassen. Ah, ja. Ah, jetzt haben Sie zu stark gelenkt, jetzt ist der Autopilot aus. Ja. Verstanden. Eins, zwei. Genau, jetzt ist er wieder an. So, jetzt, wenn ich die Blinker, Linie, ja, die Linie wechseln möchte. Und Lenkrad festhalten. Ja, jetzt macht das. Genau. Linie wechseln, ne? Ja, genau. So einfach. Ja. Noch einmal. Das ist toll. Ja. Das ist toll. Und jetzt bremst er, ne? Von alleine. Ja. Ja. Weil die Fahrzeuge langsamer sind. Mhm. Bitte Linie wechseln. Mach das. Ja. Ja, das reicht. Hat man ein neues Spiel gefunden, ja? Ja. Toys for big boys, ja? Ja, genau. So, ich denke, dieses Gefühl hat jeder, wer für das erste Mal ein Tesla fährt. Ja, genau. Wir hier, ne? Genau. Gehen wir. Ja. So. Man möchte jetzt die Linie wechseln. Und da kommt jemand. Ab! Vorne! Ja, ist er raus? Ja. Der ist jetzt vor das Fahrzeug gefahren? Ja. Vielleicht habe ich die ein bisschen zugegriffen. Mhm. Und war aus. Ja, der ist jetzt aus. Ja. Ich möchte beobachten, was das macht, wenn ein anderes Auto hinterher kommt. Mhm, und es hat ganz in der vorne gekommen. Ja. Vielleicht habe ich das Autopilot ausgemacht, ohne dass ich das verstanden habe. Ja.
Klima gibt es? Ja. Ja, es gibt Klima. Zwei Zonen Klimaautomatik. Mhm. Ist an. Ja. Ja. Es hat viel Spaß. Ja. Nicht zu fern und alles anderes hier machen. Vielleicht mal E-Mails ja, sehen. Internet. Etwas im Web sehen. Ist das doch fertig? Ist, Model X, ja. Ja? Ja. Das kommt jetzt im Sommer nach Europa. Aha. Wie schnell kann man hier fahren? 130, ja. 130, so. Das geht. Ja. 130 hat ganz schnell gekommen. Ja, ganz schnell, mit dem Fahrzeug, ja. So the sensors of the proximity of other cars, are they active all the time? I mean, do they protect me actively if I do something wrong, even no. Not in autopilot mode? No, only in autopilot mode. Only in autopilot. Yes. So in this case, if the front car stops abruptly, it doesn't protect me, does it? It does. It shows on the red car. Yes. And does it stop? Yes, so... Es bremst? Yes, yes. Notfallbremse, ne? Notfall, ja. Und hier zeigt es, wenn es, wie es läuft mit den Batterien, ja? Genau, ja. Wie viel sie verbrauchen. Oder wie viel sie zurückgewinnen, ja, wenn sie vom Gas gehen, dann wird es grün. Jetzt gewinne ich zurück. Genau. Grün. Hat das gestoppt? Nein. Ja. Hat das Video gestoppt oder nicht? Nein. Ah, okay. Das läuft. Ich habe da etwas geklingelt. Ach so. Genau, hier fahren wir runter. Ja. Ja. Jetzt müssen Sie zweimal den Blinker geben, nach rechts, also, ja, genau. Ich mache den Autopilot aus. Ah. Ja, auf die Bremse oder reindrücken, ja. Hier nach rechts, ja? Genau. Kann man bitte die Landkarte sehen? Ja, natürlich. Ich möchte immer wissen, wo ich bin und das hilft mir. So, jetzt fahren wir nach die Landstraße, ja? Genau. Jetzt kommt die Landstraße und zwar. Hier fahren wir links runter. Links? Ja. So, links sehen Sie jetzt die Navigation. Habe ich für Sie dorthin projiziert. Aha. Also. Damit Sie hier nicht abgelenkt sind und andere dann Sachen. Dann haben wir ein Roundabout und wieder zurück. Ja? Genau. Aber jetzt sagt jetzt die kürzeste und schnellste Variante, wieder zurückzukommen über die Autobahn. Aber wir fahren nicht über die Autobahn. Ja, ja, ja. Viel Verkehr, ja. Mal warten. Ja. Und das ist das normale Driving Mode?
oder gibt es auch einen Sport oder in 10 gibt es nicht? In diesem nicht, also das ist normal. Normal. Allradantrieb, ja, alle 4 Räder werden betrieben. Ja. Jetzt gehen wir rund. Einfach vorwärts. Gerade? Ja, vorwärts. Gerade. Genau, hier raus. Oh mein Gott. 5,6 Sekunden von 0 auf 100 schafft er. Ja. Und 3 Sekunden schafft der größte, ne? Ja, genau. Der B90. Ja, B90T. Ludricus Mode. Ludricus Mode schafft es, ja, in 3 Sekunden. Straße ist vielleicht nicht so sicher wie die Autobahn, aber es ist schön spannend. Ja. Ja? Ja. Kannst du vielleicht auch die Häuser ein bisschen abnehmen im Video? So schön. Hast du vielleicht Drifting probiert? Nein. Noch nicht, ja. Der Autopilot, wie genau ist das funktioniert? Also hier mit der Kamera oben, mit dem Radar vorne und mit den Ultraschallsensoren orientiert er sich in der Umgebung. So, für die Kamera müsste man immer sauber den Glas haben, ja? Wenn es schmutzig ist, dann sagt es, dass man nicht dann Autopilot fahren kann. Genau. Da wird das Lenkrad nicht angezeigt, zum Beispiel. Steigen Sie bitte aus und putzen Sie. Putzen Sie. Ja, ja. So viel Grün, ja? Ja, genau. Viel Natur. Ja. Und Berge. Geht schnell und sicher, ne? Ja. Ja. Aber man sollte nicht so viel rennen. Ja. 100 ist erlaubt, ja, hier auf der Landstraße zum Beispiel. Jetzt? Einfach weiter, ja. Und das kommt noch schneller mit dem größten Modell. Ja, ja. Ja.
Ganze bewegt sich erst im Boden, ja? Genau. Ein sehr tiefer Schwerpunkt wegen der Batterie, die ja, Batteriepack, ja. Ja, zwischen den Achsen ist und deswegen sehr kleine Seitenneigung, ja, in ja, den Kurven und sehr sicher. Das ist so, so schön. Ja, so bitte. Natürlich. Wie viele Tesla sind hier in Graz verkauft? Und so eine genaue Zahl haben wir nicht, weil auch andere Städte gehen. Ja, ja. Und auch andere, also man kann es auch übers Internet bestellen, nicht nur ja, unter, bei uns im Standort. Deswegen wissen wir nicht die genaue Zahl. Mhm. Ja. Ich habe mal 4 oder 5 gesehen, gestern und heute. Ja. Stupid combustion engines. Ja. Ups. Ja, ist ein großes Fahrzeug, ne? Sehr breit, 2,19 und fast 5 Meter lang. Ja. Ja. So schön, so normal, so. Und man fühlt Sicherheit. Das ist ein Gefühl, das man ja, nicht so einfach in einen Testdrive fühlen kann. Ja, genau. Also man ist sofort vertraut mit der Technik. Ja. Ja. Vielleicht ist das Gewichtpunkt, dass es hilft. Ja, genau, dass es sehr tief ist. Ja. 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 Wie ein Zug geht es, wie ein Zug. Ja. In die Reihe. Wie auf Schienen, ja. Ja, ja. Ja, 19 Zoll serienmäßig mit dabei, ne, da hat man halt die Spurtreue. So, hier fahren wir links. Machen wir.
ist in die Kamera zu mir. Ja. Playday! Playday with a Tesla. Jetzt Autopilot würde funktioniert gut mit diesen Fahrrädern. Ja, das weiß ich leider nicht, also das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, nein. Braucht man nicht. Ja. Heute wissen wir. Heute, ne? Also hier muss man aufpassen, ja. Ja. Weil hier gibt es einfach zu viele Spuren und da wird er sich die Orientierung verlieren. Ja. Ja. Also es ist zurzeit nur für die Autobahn eigentlich gedacht, ja. Ich glaube, hier funktioniert es gut. Ja. Es ist ganz einfach. Aber darüber würde es Problem sein. Kreuzungen, ja. Kreisverkehr, rote Ampel. Vorsichtig, ja. Es ist einfach zu kurvig, ja. Mhm. Aber es geht gut. Ja, vorsichtig sein. Ja. Ich habe es geht gut. Aber für die Autobahn ist es ganz gut. Ja. Vielleicht habe ich den Cruise Control aktiviert, denn ich hatte nicht den Fuß im Boden und es läuft. Ja, also der Autopilot geht aus und das Cruise Control bleibt. Ah, ja. So. Ja. Ja, genau. Wie es geht. Einfach weiter. Jetzt weiter. Und jetzt kann man auf 294 Kilometer fahren. Genau, Kilometer fahren, ja. Stimmt. Und wie viel Zeit braucht es, wenn es halb
leer ist, die Batterie, zu wieder aufzuladen. Ja. Also, wenn es halb ist. Ja, bis 80% lädt er schnell und dann die letzten 20 Liter langsam, um die Batterie zu schonen. Mhm. Ja. Also kann sein, dass 10-15 Minuten bis 80%, ja, je nachdem. Mhm. Und die letzten dann 20 Minuten noch. Ja. Genau. Nach 300 Kilometern. Ja. Passt das. Man muss auch stoppen und ein bisschen man müde sein. Ja, natürlich. Wie viele noch Kilometer bis Tesla Store? Mhm. 14 Kilometer noch. 14. Vielleicht noch mal ein Testdrive an die Heimat machen. Aber das ist ein unglaubliches Auto. Ja. Mhm. Genau, wenn Sie das Fahrzeug mit dem Smartphone verbinden, haben Sie die ganzen Kontakte, die Rufliste und sogar den Terminkalender mit dabei. Ja, das ist der Energieverbrauch. Ja. Das ist interessant. Mhm. 10 Kilometer. Genau. 25 und 50. 50, genau. Durchschnitt. Ja. Nach links, links, ja. Genau. Ja. Rechts ist dran. Ah, alle ein bisschen warten. Ja. At every chance. Killings? Yeah. Yeah. Gefühl ist unglaublich. Ja. Sie merken, die Kraft ist sofort da. Ne? Ja. Ja. Ja, so sind die elektrischen Motoren. Ja. Es geben alles von der ersten Runde. Genau.
Historic moments, dear friends. Historic moments. Wenn ich hatte die Landkarte gesehen und habe gesehen, dass ein Tesla Store in Graz gibt, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich werde nach Graz fahren, ja, an der Uni. Okay. Diese Chance, ja, das muss ich kriegen. Was unterrichten Sie? Ich unterrichte nicht, ich bin ein Ingenieur. Ah, okay. Ja, Netzwerkingenieur. Aha. Und bin hier mit Erasmus verwechselt. Aha, okay. Ja. Für eine Woche. Ja. Am Samstag fliege ich wieder zurück. Okay. Nach Wien. Aha. It takes a little while to put trust on it. Yeah, yeah? Entdeckt er das andere Auto, ja? Genau, ja. So, jetzt müssen wir das Lenkrad ein bisschen festhalten. Ja, da steht's. Ja. Genau, und jetzt können Sie wieder loslassen. Ja. Nur für Konfirmation, ja? Ja, genau. Trinken wir ein bisschen Kaffee oder rasieren wir uns? Ein bisschen Haarschnitt vielleicht. Jetzt werden Sie sehen, ja, also die Kamera wird die Geschwindigkeitsanzeige erkennen. Ja. Aber sie wird nicht von selbst runtergehen. Aha. Mit der Geschwindigkeit. Aha. Also Sie müssen das selbst machen. Ja, wir sehen es 100. 100, ja. Ja, hat es sofort gesehen. Und jetzt fahren wir rechts raus. Ja, also Spurwechsel. Den Blinker richtig setzen, ja, nicht nur dreimal blinken. Genau, jetzt. Jetzt müssen Sie es schon selber, ja. Das dauert so lange jetzt. Ja. Ja, ja? Ja, genau. Rechts? Ja, ja, richtig. Und linke Spur? Ja. Passt. Habe ich meine Prüfung gepasst? Ja. ich hab ja nichts getan. Das Auto fährt das. Das Auto, ne? Ja, ja, das Auto fährt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt? Ja, nach rechts, genau. Rechts. Sie sehen das hier angezeigt, ja, auch Navigation. Ja. Nehmen das mit dem Video, diesen Augenblick. Ja. Ja, and all this is customizable, yeah? Ja. All the screen. Ja.
Also links und rechts können Sie die Anzeigen wechseln. Mhm. Only the center one. I believe I cannot customize. Yes, right? Exactly. You just have to hold the scroll, mm-hmm. and then you have the menu to change what you have. This one, yeah? Yeah, the scroll, yeah. Just push and hold. Yeah, yeah, exactly. You see, you can now change the key. Yeah. Yes. Exactly. Nach links, ja? Ja, genau. Und wieder links, ja? Ja. Genau, und hier links. Links. Ah, links. Ja. So, wie war es? Super. Ja? So, sehr toll. Schön. Ja. Freut mich. Das Gefühl ist unglaublich. Mhm. Die Geschwindigkeit, die Stärke. Ja. Man kann das nicht beschreiben, ja. Man muss das leben. Ja. So, jetzt, ja, vorsichtig die zweite Spur. Ja, ja, ja. Jetzt ist es frei. Okay.